Mein Mann hat erzählt, da hat es einen unten gegeben. Mein Mann war vom 5. April 1944 im Gestapo in Köller. Ja? Da habe ich die Schöne, was das hat er 3-4 Mal niedergeschrieben mit der Hand. Das ist noch alles da. Und da war ein Linzer mit ihm dabei, der Rackwetz Theodor. Und der war so kameradschaftlich. Der ist von der Sowjetunion abgesprungen gewesen mit seinem Sohn. Und mein Mann ist von Afrika gekommen. Ja? Und also jetzt wollte ich das sagen. Und der Peperl war von 5. April 1944 bis am 12. Jänner 1945 in Köln unten. Weil da waren ja nur ein paar Zöhne. Ja? Und was die mitgemacht haben, die halbe Zeit ist er gehängt am Gitter. Weil ein Gestapo-Beamter tot war, natürlich haben sie den im Peperl in die Schuhe geschoben. Bei seiner Verhaftung war zwei Überfallskommando da. Also der Peperl sagt, er schätzt, dass 25 waren oder was. Auch die Leute, die was gesehen haben, wie sie beim Haus gestanden sind, da in Winzendorf. Ja? Und dann könnt ihr euch vorstellen, was wir mit denen aufgeführt haben. Ja? Den hat er gesehen, weil die waren ja trainiert bis zum Gehtnichtmehr. Und der hat gekaut. Ja? Der ist reingekommen, den Hund müssen sie umgebracht haben. Ist ganz leise reingekommen, die Oma war nicht daheim, der Vater war in der Arbeit. Und der Peperl ist auf einen Schammerl gesessen und hat ein Buch gelesen. Und der Gestapler steht bei der Tür und sagt, Birscherl hebt Hände in die Hände. Ja? Und der Peperl hat die Hände in die Hände geschoben, hat das Buch fallen lassen, ist aufgestanden und hat ihn schon gehabt von hinten. Hat gesagt, bist du la? Jetzt gehen wir auf die Wand, du steigst übers Latterl runter. Ja? Und hat ihn bei der Gelegenheit von der Kuchel ins Vorraum rausgeschoben und ins Freie und dann haben sie schon von alle Seiten geschossen. Ja? Der Peperl hat zwar die Pistolen gehabt, hat aber einen Dreck schießen können, weil er sagt, das sind alle so blöd, die Pistolen wird alle Tag zweimal angeschaut, ob es in Ordnung ist. Und dann haben sie Versager. Und auch die Gestapo hat einen Haufen Versager gehabt, aber einen hat er so mit der Hand erwischt, der ist in den Waschtrog reingeflogen, der ist in den Hof gestanden. Und einer war halt blöd, tot. Und der Sanitzer hat dann geschrien, weil dann sind sie wie narrisch auf ihm los. Und der hat wohl noch der Fahrrinne über die Mauer, da haben sie ihn bei den Füßen erwischt. Ja? Die Mauer steht heute noch. Und haben sie dann derart zusammengehauen, daheim gleich. Ja? Und ihm haben sie nach Wiener Neustadt auf die Gestapo, da hat es eine Gestapo-Stelle gegeben. Das Haus steht jetzt noch, ist irgendein Jugendding. Ja? Und dort haben sie ihn in so eine Putzkammerl reingehauen, am Beton. Und er war so zerhaut und zerschlagen. Und die Putzfrau hat er gesagt, das hat er oft erzählt, der hat er alle bei alles Gute gewünscht. Der hat einen nassen Fetzen über den Kiebel gehabt. Und mit dem hat er sich ein bisschen kennengelernt. Und in der Früh haben sie ihn auf die Gestapo gebracht. Da sind sie natürlich auch alle auf einem los. Dann hat einmal der Sanitzer tatsächlich geschrien, lassen, wir brauchen einen, weil sie geglaubt haben, weil sie einen Funkapparat haben, der ist in Neusiedler See reingefallen. Ja? Und den haben sie zwar nicht mehr erwischt, ne? Den hat der Wind da drin und am nächsten Tag hat ihn die Gestapo gekriegt, weil er ja geschwommen ist am Neusiedler See. Die haben Schlamper da angeworfen, die Engländer. Ja? Und naja, dann ist er dort so lang unten gehängt, also was mit denen aufgeführt haben, das ist wirklich nicht, weil es mein Mann ist. Er hat es einige Male mit der Hand niedergeschrieben und ich habe das noch alles aufgekommen. Und von den Rackwitz-Theo, da hat er so viel erzählt, der hat ihm, wenn er ein bisschen kennen hat, ist er gegangen, hat ihm die Füße untergeschoben, dass er nicht so hängt. Ja, und da hat es welche gegeben, die haben dann
noch hecher gehängt, dass es noch mehr weh tut in die Schultern. Nicht? In der Nacht haben sie ihn dann runtergelassen, da ist er meistens niedergeflogen. Und ein paar Mal haben sie ihm nicht einmal die Suppen gegeben. Und da hat ihm einmal der Aufseher erwischt, wie der Rackwetz Ärm von seiner Schüssel, was in den Mund rein da hat. Nicht? Und dann sind wir einmal in Wien gegangen. Wir haben müssen, weil er hat ja dann gleich die Meisterprüfung, also gleich ein Jahr drauf, und haben wir dort die Spenglerei angefangen. Und da haben wir müssen auf die Postsparkasse, weil da hast du müssen ein Ding angeben, also wohin, das hat irgendwie, ja. Und wir gingen und dann Handel halten, weil er hat sich in Wern nicht ausgehend, aber wir müssen aufpassen auf ihn. Und auf einmal reißt er sich los, steht dort der Polizist und er haut ihm Schweine rechts und eine links oben und schreit, du Sau, du Erbärmliche. Ja? Die Leute sind gleich zugegrenzt, das war gleich eine zweite Woche da. Ja? Und war es einer der ganz schlimmen Polizisten, nicht Gestapo-Beamten, die unten Dienst gemacht haben, hat Leidenfrostkassen, sogar einen Namen hat er gewusst. Ja? Aber es ist dann nur passiert, ja, dass wir Scherereien gehabt haben, dass der Peppel hat müssen zum Gericht, ja, weil er den was da hat. Aber da habe ich wieder helfen können, weil ich bin zu den Russen gegangen und habe ihnen erklärt, was wir wirklich angestellt haben. Nicht? Und die haben dann angerufen oder angeschickt, der Akt Sasso ist sofort zurückzubringen. Sonst hätten wir noch eine Strafe gekriegt, nicht?